will so bleiben, wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Auszeit, um mal zu reflektieren, was ich eigentlich so will. Hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Es ist kein normaler Vlog, sondern ich wollte heute mal erklären, was ich eigentlich in Portugal mache, weil ganz viele mir immer einen schönen Urlaub wünschen und es ist vielleicht auch ein bisschen Urlaub, aber eigentlich steckt da viel, 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 viel mehr dahinter. Der Grund, warum ich nach Portugal wollte, war erstens, ich habe unbedingt mal eine Auszeit gebraucht von vielen, vielen, vielen Dingen. Vor allem eine Auszeit von diesem Irrenhaus Internet, wenn man halt wirklich so als Blogger unterwegs ist, wenn man jeden Tag dieses Social Media beobachtet, analysiert, benutzt, dann wächst einem das manchmal irgendwie alles über den Kopf, weil halt jeder immer nur Scheiße als Gold verkauft. Also wirklich, jede Party war die coolste der Welt, von dem man noch 10 Jahre erzählen wird. Und dieses Projekt, das man gerade hat, das ist so geil, 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 geil. Ich höre eigentlich echt immer nur geil, 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 geil und alles ist super toll und jeder macht eh den größten Scheiß und irgendwie sowas wie mal irgendwie so selbstreflektierende Kritik gibt es, glaube ich, da draußen nicht. Was mich ein bisschen fertig macht, was einerseits bin ich sehr perfektionistisch und bin auch sehr zielstrebig und möchte mich aber irgendwie nur mit richtigen Erfolgen rühmen. Und wenn ich dann immer sehe, wie andere von jedem Scheiß irgendwie wirklich was Geiles draus machen, einfach nur durch ihre Erzählungen, finde ich das immer total unfair oder so ein Schwachsinn, sich gleich Gründer zu nennen, weil man einen Blog hat. So, hallo, du hast eine Website aufgesetzt? Mehr nicht. Und das macht mich ein bisschen fertig, obwohl ich glaube, ich denke, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Ich glaube, ich bin sehr selbstreflektierend. Ich weiß, wo ich stehe und alles Mögliche. Aber vielleicht ist vielleicht auch manchmal das das Problem, weil ich dann den ganzen anderen Scheiß mir halt immer so kritisch reinziehe und das mir halt wirklich manchmal schlechte Laune macht oder auch fertig macht, weil ich mir denke, muss ich was ändern? Müsste ich mein Maul weiter aufmachen und größer schreien, hey, ich bin die Geilste, um irgendwie mehr Erfolg zu haben, aber ich will das gar nicht, deswegen kommt es für mich nicht in Frage, aber trotzdem macht es einen nochmal ein bisschen fertig, wenn man so sieht, wie es in diesem Irrenhaus-Internet so zugeht und manchmal sitze ich wirklich zu Hause und schaue mir das alles an und kriege schlechtes Gewissen oder Selbstzweifel oder sonstiges und es ist was ganz, ganz anderes hier zu sein, hier wirklich so 1000 Kilometer entfernt, nicht nur räumlich, sondern irgendwie macht mich das auch geistig 1000 Kilometer weiter weg. Ich schaue mir das immer noch an, aber ich denke mir, es ist mir wurscht. Ich gehe morgen surfen und gehe früh mit Boris am Strand spazieren und that's my life und das will ich. Und ich will so bleiben, wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Auszeit, um mal zu reflektieren, was ich eigentlich so will. Weil oft ist es so, dass man sich den ganzen anderen Scheiß reinzieht und denkt, man müsste genauso sein. Aber das ist es nicht. Aber viele springen halt einfach auf und ich wollte halt wirklich mal wieder eine Zeit für mich haben, um mal zu überlegen, was wirklich mein Ding ist. Ja, der nächste Grund ist, das hat auch so ein bisschen was mit dem Arbeiten zu tun. Ich brauche auf jeden Fall ein besseres Life-Work-Balance. Ich habe jetzt eigentlich wirklich ungelogen 4 Jahre durchgearbeitet. Ich habe nie privaten Urlaub gemacht. Alle denken immer, ich bin im Urlaub, aber ich bin es verdammt nochmal nicht. Ich bin unterwegs und habe da Aufträge und bin immer on und dadurch, dass ich auch einen leichten perfektionistischen Hang habe, will ich auch immer das Beste. Das heißt, ich stehe auch manchmal einfach um 6 Uhr auf, um nochmal vorher 2 Stunden Zeit zu haben, um Fotos zu machen, um irgendwas Cooles, Tolles zu machen und man merkt halt nach 4 Jahren, also es war nicht schlimm, dass ich so durchgearbeitet habe, weil was ich mache, macht mir unglaublich viel Spaß. Aber trotzdem denke ich mir, ich glaube, ich brauche mal ein bisschen mehr Freizeit. Ich möchte mal immer nicht den ganzen Tag nur denken müssen, ich muss, sondern auch mal mich fragen, was will ich denn? Was möchte ich denn? Ich will mir Zeit nehmen. Also ich habe mir manchmal wirklich für die einfachsten Dinge keine Zeit genommen, weil ich mir dachte, Christine, du musst arbeiten. Und solche Sachen wie früh mein Bett machen oder mir einen Smoothie machen, das tut mir gut. Das mache ich gerne, aber ich habe solche Sachen halt einfach die letzten Jahre immer knallhart aus meinem Leben gestrichen, weil ich dafür keine Zeit hatte. Und das ist ein bisschen krank und ich dachte mir, vielleicht brauche ich mal ein besseres Work-Life-Balance. Und ich glaube, wenn man sowas irgendwie wirklich umsetzen will, braucht man einfach einen Cut. Man muss irgendwo ganz, ganz anders hin. Ich weiß, ich hätte es in Berlin nicht geschafft, ich hätte weitergearbeitet wie immer. Und deswegen war dieser Sommer mehr, diese 8 Wochen Portugal für mich auch wirklich so, es ist es jetzt für mich so eine Zeit, um mal wieder
solche Sachen zu ändern. Und man braucht angeblich 30 Tage, damit sie zur Gewohnheit werden. Und ich werde es 60 Tage durchziehen, die doppelte Anzahl. Und hoffe dann, dass ich mal wieder ein bisschen mehr so Sachen mache, die meiner Seele gut tun. Und die Arbeit, die mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, aber trotzdem halt Arbeit ist, so ein bisschen zurückstecken lasse. Ja, ein weiterer Grund, warum wir hier in Portugal gelandet sind, ich will surfen lernen. Ich weiß nicht, es hat vor 2 Jahren angefangen, es war einfach total krass. Ich habe mich in diesen Sport total verliebt. Ich hätte es nie gedacht und ich habe eigentlich Angst vor Wasser. Ich finde es total gruselig, wenn ich nicht weiß, was unter mir passiert. Aber irgendwie kam es dazu, dass mir jemand eine Surfstunde gegeben hat. Das war auch wieder auf so einem, auf einer Pressereise. Da hatten wir irgendwie Zeit und wir waren mit einem Profisurfer unterwegs. Und dann hat der halt zur Gruppe gemeint, komm, ich gebe euch mal eine Stunde. Und ich so, naja, okay. Und ich fand es richtig geil, weil das Surfen ist was, ich vergesse in diesem Wasser da draußen alles. Also es zählt für mich nur der Moment, es zählt nur, kriege ich die Welle, kriege ich die nicht, die Welle. Und ich merke, wie viel ich beim Surfen über mich selbst auch lerne und wie mich das auch ein bisschen diszipliniert. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Wenn die Wellen scheiße sind, dann kann ich das nicht ändern. Ich muss Sachen hinnehmen. Ich muss mal wieder so wirklich von ganz vorne anfangen. Ich bin ein blutiger Anfänger, keiner erwartet was von mir. Ich kann einfach nur die ganze Zeit Fehler machen und es ist vollkommen okay und das ist auch ein schönes Gefühl, weil in dieser Arbeitswelt hat man manchmal das Gefühl, gar keine Fehler mehr machen zu dürfen. Man muss einfach immer nur funktionieren und perfekt sein und wenn man mal wieder sowas ganz, ganz, ganz Neues anfängt, ist das super cool und es macht mir unglaublich viel Spaß, auch wenn meine Hände alle wund sind und ich überall Muskelkater habe. Es ist so schön, sowas Neues zu lernen und es ist halt was ich auch merke, dass ich eigentlich in letzter Zeit immer nur Sachen gemacht habe, die irgendwas gebracht haben. Sie haben was vom Blog gebracht, sie haben mich weitergebracht, sie haben irgendeinen Sinn gehabt. Und Surfen dann hat keinen Sinn, außer dass ich Bock drauf habe. Ich möchte keine Profisurferin werden. Ich möchte, es wäre geil, irgendwie so ein bisschen stehen zu können, ein bisschen länger und ein bisschen lenken zu können nach 8 Wochen. Aber es ist was ich angefangen habe und es steht kein Druck dahinter. Und es ist einfach total schön. Und es nimmt gerade so 5 bis 6 Stunden meiner Zeit in Anspruch. Und ich liebe es. Es macht mir richtig Spaß und ich kann es jedem empfehlen, auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ich dachte wirklich nicht, dass es mir gefällt, aber es ist für mich der perfekte Sport. Es powert mich aus, es lehrt mir Dinge, auch zum Beispiel, was auch ein bisschen verloren gegangen ist, in der heutigen Zeit anderen was zu gönnen. Und wenn man im Meer ist, dann gönnt man jedem das Aufstehen und diese Welle zu nehmen, weil man weiß, was für ein geiles Gefühl ist, weil nur man selbst das geschafft hat und es ist so schön und es gehört man auch allen anderen. Ein bisschen sentimental. Nee, und deswegen, Surfen ist einfach mega schön und auch dieses Gefühl im Wasser und mit so einer Gruppe draußen zu sein und ja, das ist auch was ich hier in Portugal möchte, surfen lernen. Ein weiterer Punkt, was halt dadurch, dass ich 4 Jahre so ein bisschen durchgearbeitet habe, wirklich voll auf der Strecke geblieben ist, sind eigentlich meine Freunde. Das ist sehr, sehr, sehr traurig, aber es ist wahr, weil ich war bei so vielen Sachen nicht da, nicht anwesend. Ich habe Geburtstage verpasst. Ich habe schlimme und schöne Dinge verpasst, weil ich nicht da war. Und ich möchte diese Zeit in Portugal nutzen, um wieder wirklich ein bisschen aktiver mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, weil ich weiß, wie super wichtig mir das ist und wie schön es ist, jetzt auch diese schöne Natur, dieses schöne Haus, das wir haben, diese schöne Landschaft mit anderen zu teilen. Und das ist so toll. Das sind wirklich so viele Besucher und da freue ich mich auch wirklich. Ich hätte auch einfach hier 8 Wochen alleine rumchillen können, aber ich glaube, dass ich bin mir sicher, dass ich das nicht wollte, weil ich wollte unbedingt die Leute einladen und ja, wieder intensiv Zeit mal mit Freunden verbringen. Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, was ich unbedingt hier in Portugal auch wieder machen möchte, ist ein Buch schreiben. Das ist auch so ein Ding, was mir voll am Herzen liegt. Ich habe bis jetzt keinen Verlag, denn wenn ich irgendwas gelernt habe, dann von meinem Seminar vor 2 Jahren, das ich schon besucht habe, da ging es um, wie schreibt man einen Roman. 3 Tage lang habe ich mir so ein Seminar reingezogen, was mega cool war und der fing ja das Seminar an mit dem Satz, schreib ein Buch, das dein Leben verändert. Und ich dachte immer, ja, Bestseller, yeah, Leben verändern. Aber nein, es soll einfach nur dein Leben verändern. Es soll deinen Wunsch erfüllen. Es soll deine Gedanken zu Papier bringen. Und deswegen gehe ich da total stressfrei rein. Ich habe so viele Sachen, die ich erzählen möchte. Es soll auch ein bisschen über Freundschaft und Freiheit geben und alles Mögliche. Es ist auf jeden Fall wieder sowas wie ein Erfahrungsbericht. Ich habe versucht, einen Roman anzufangen, aber ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Das habe ich auch gecheckt. Es gibt noch so viele Dinge, die in meinem Leben passieren, die ich gerne irgendwie anderen weitergeben möchte, die ich auch auf dem Blog irgendwie teilweise schon verarbeitet habe und merke, wie gut die ankommen. Deswegen möchte ich auch dieses Buch schreiben. Da habe ich noch nichts gemacht, aber ich bin erst 1 Woche da, aber ich muss
leider. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, ich muss noch ein paar Sachen abarbeiten, die auf der Strecke geblieben sind. Aber ich nehme für diese 8 Wochen keine neuen Aufträge an. Und dann möchte ich mich auch meinem Buch widmen und halt die Zeit mit den Freunden verbringen. Und einfach mal wieder so den Tag hineinleben und surfen. Und ja, das mache ich in Portugal. Ich glaube, es ist so ein bisschen was wie Seelenbalsam für mich. Es ist eine Seelenbalsamreise. Es ist mal wieder ein Schritt zurück zu mir, hoffentlich zu mir, die nicht nur abarbeitet, macht, sondern zu mir jemand, der wieder ein bisschen beobachtet. Ich möchte vielleicht auch wieder mal ein paar inspirierende Menschen hier treffen. Ich möchte einfach mal wieder einfach einen Schritt zurückfahren und ein bisschen nachdenken. Und ja, es ist auch sowas wie über das Thema Achtsamkeit, denkt man in letzter Zeit so viel nach und jeder findet da seinen Weg, irgendwie bewusster mit sich umzugehen. Und ich bin kein Meditationstyp und werde ich auch nie sein und Yoga taugt mir auch nicht und irgendwie einem wird es auch einem durch diese ganzen Medien auch manchmal suggeriert, dass man das unbedingt machen muss, um die Erleuchtung und den Seelenfrieden zu bekommen, aber nein, ich versuche es mit Surfen und Sunshine und hoffe auch, dass ich dann ein Stück mehr Seelenfrieden finde und ja, bin hier mit meinem Freund und meinem Hund und ja, bald kommen uns alle Leute besuchen und ich hoffe, ihr verfolgt meine Vlogs jeden Tag, ich versuche euch so ein bisschen mitzunehmen. Das ist auch was, hätte ich nie gedacht, dass mir das so Spaß macht. Ich war am Anfang ein bisschen so, Gott, was hast du denn da wieder aufgehalst? Aber es ist richtig schön. Ich hoffe, euch macht es beim Schauen genauso viel Spaß wie mir beim Drehen. Und damit hätte ich die Frage geklärt, was ich hier in Portugal mache. Ich möchte noch ganz viele inspirierende Videos auch für euch drehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und mir vielleicht einen Daumen hoch gibt und bei der Reise mit dabei seid. Und in dem Sinn sage ich danke fürs Zuhören. Und wenn ihr ähnlich denkt und fühlt oder irgendwas von dem, was ich gesagt habe, euch irgendwas gedacht habt und jetzt loswerden wollt, würde ich mich voll freuen, wenn ihr mir es in den Kommentaren schreibt. Mach's gut!